Hallo und herzlich willkommen zurück auf der ModMap Hof Hirschfeld zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wie soll es auch anders sein? Ja, und zwar gibt es ein Schmankerl für die MB-Truck-Fans unter uns. Den hier kennt ihr schon, den gibt es schon ganz lange und der glänzt durch diverse Einstellungen. Und durch diesen brachialen Motorsound. Jetzt hört er natürlich nicht so laut, damit ich mit euch noch reden kann, aber der überschallt die ganze Karte ohne Frage. Ja, und der hat diverse Funktionen, wie so eine Rückfahrfunktion, weil der eben hinten dieses Heck, diesen Heckladeranbringung hier hat. Aber ihr seht es selber, das ist Texturen aus dem 17er, vielleicht sogar noch aus dem 15er, würde ich sagen, also ist importiert. Aber wie gesagt, erfreut euch sich ganz großer Beliebtheit in der Runde. Jetzt fragt ihr euch natürlich auch, warum erzählt ihr uns das? Den gibt es doch schon ewig. Ja, aber es gibt seit ein paar Tagen einen neuen MB-Truck. Der spielt in der etwas kleineren Liga, eben nicht hier die 1500 Turbo oder gut 2400 Intercooler, habt ihr mir gesagt, gibt es gar nicht. Sondern hier haben wir einen 1100er Intercooler. Den hat der Bremi 456 gemacht, mit ein bisschen Unterstützung. Sich auch dafür fein bedankt im Mod-Hub. Also Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt haben wir hier nämlich das, was ich gut finde. Es gibt hier saubere Texturen. Der ist komplett neu nachgebaut worden. Im Blender hat er sich echt Mühe gegeben. Es gibt das Materialsystem, viele kleine Details. Er verhält sich ein bisschen anders, hat dafür aber ein paar weniger Konfigurationen. Das gibt es zum Beispiel nicht mit einem Hecklader. Aber wie gesagt, guckt euch das mal hier an. Also das ist so ein Detailgrad, den mag ich schon sehr. Ne? Auch der Innenraum, ganz schick gemacht. Wie gesagt, absolut LS19-Style, da ist alles fein hier mit dieser Konsole, das sieht schon echt gut aus. Ja, kann man echt nicht anders sagen. Und der Sound ist auch in Ordnung, der ist nicht so brachial. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der realistisch ist. Viele sagen mir immer, der MB-Truck muss über die ganze Karte dröhnen. Für mich muss er das nicht zwingend. Und der hier ist, ja, der ist schön sauber gemoddet, den könnte ich mir wiederum vorstellen. Ne? Das wäre so ein MB-Truck, den würde ich gerne mitnehmen. Verhält sich sauber, hat wie gesagt einige Konfigurationen auch. Extra Konfigurationen mit Verbreiterung der Scheinwerfer, das seht ihr da vorne. Ne? Der hat noch Arbeitslichter hinzugefügt bekommen. Und hier hat übrigens guckt euch das mal an, die Räder, die stellen sich hier wirklich so schön schräg. Ne? Das gefällt mir, das passt also irgendwie diese physikalischen Einstellungen für die Räder. Die sind da wirklich sehr stimmig. Und wie gesagt, Innenraum passt sowieso. Schönes Gerät. Gucken wir uns mal eben die. Übrigens im Radio da oben steht Bremi 456 drin. Ist auch cool. Ah, schöne Sache. So, wie gesagt, ganz kurz nochmal eben hier rein. Ist unter Kompakttraktoren zu finden. Da ist er. 1100. Es gibt hier die Farben, die ihr hier einstellen könnt, auch reduziert natürlich, also jetzt nicht übertrieben, ne, in dieser Bundeswehr-Look, ne? Kommunal, wer es denn möchte, bitte gerne. Das ist die bekannte Farbnummer, ne? Aber ihr könnt auch die Designfarbe hier nochmal anpassen, wenn ihr das gerne möchtet. Vielleicht so ein dunkleres Grün, das würde vielleicht sogar noch passen. Ja. Reifenvarianten, da gibt es ein bisschen was auszuwählen, ohne Frage. Es gibt hier Aufkleber, das sind die Decals hier oben, wo man was machen kann. Wenn ihr das denn gerne möchtet, Frontanbau. Na, da könnt ihr die Gewichte dran aufhängen, das sieht auch richtig gut aus. Oder eben diese Fronthydraulik, macht ja auch Sinn. Da gibt es hier die Baujahre, ne? Wird hier angegeben. Also coole Nummer, dass die Baujahre mit dran stehen, von wann der ist. Also sehr realitätsnah gebaut. Frontladeranbau habe ich ja gesagt, da gibt es hier nur Stoll Super 1 und Stoll F30. Ausstellscheibe, das ist hier die Scheibe hier vorne, bleibt aber ohne Funktion, soweit ich das gesehen habe. Ich kann die aber trotzdem gleich gerne nochmal mehr angucken. Ich meine aber, dass der tatsächlich keine extra Funktion für die Scheibe hat. Gucken wir aber mal. Kontrollgruppe Anbaugerät Maussteuerung. Ja, da müssen wir mal eben gucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier raus ist. Was ist hier? Heckscheibe, Scheibe 1. Kr
Kranarm 2 heben. Also irgendwie weiß ich nicht, was der da von mir will. Ach, da ist das Fenster aber aufgegangen. Guck mal. Das war gerade in der ersten Kontrollgruppe wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwo ist auf jeden Fall das Fenster aufgegangen. Also irgendwas kann man damit definitiv machen mit den Einstellungen hier. Guckt euch das selber gerne an. Wie gesagt, grundsätzlich gefällt mir das Ding wirklich sehr gut. Ja, Scheibe habe ich irgendwie aufgekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Schöner Mod. Also, wie gesagt, seht ihr hier auch, ne? Details stimmen einfach. Der Stern oben und in der Mitte drauf. Da muss ich sagen, jetzt wird es wirklich auch für mich interessant, den MB-Truck zu fahren. Bremi, vielen Dank dafür. Und falls ihr das noch genauer wissen wollt, was der alles kann, dann klickt auf den Link in der Beschreibung. Wie gesagt, ist im Mod-Hub zu finden. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Dann schreibt mir doch gerne, was ihr zu dem Mod, von dem Mod haltet. Und ja, lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das gefallen hat. Ne? Wie immer, bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.